Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag. Frau Göring-Eckardt, was für ein Abend, ist hier schon mehrfach gesagt worden. Was ist der Geheimnis dieses Erfolgs der Grünen in Europa, aber auch in Bremen? Ich glaube, es ist ganz klar, dass es um Klimaschutz geht. Das ist das zentrale Thema gewesen. Es haben eine große Mehrheit der Deutschen gesagt, danach werden sie ihre Wahlentscheidung treffen. Und dieses Ergebnis, dieses sensationelle Ergebnis, ist ein riesiger Auftrag, eine riesige Verantwortung, aber heute Abend auch erstmal eine riesige Freude. Sven Giegold hat gesagt, die Partei war dieses Mal überall. Der Zusammenhalt der Grünen, der funktioniert in letzter Zeit. Ja, das unterscheidet uns vielleicht auch von manch anderen. Wir sind beieinander, wir stehen beieinander. Und das ist nicht irgendwas Verordnetes, sondern wir kämpfen gemeinsam an einer großen Sache. Und diese große Sache hat sich auf den Straßen gezeigt. Es waren ja nicht nur Kinder und Jugendliche, die bei Fridays for Future gezeigt haben, worum es geht, sondern es waren Wissenschaftler, es waren Eltern. Es war eine riesengroße Bewegung, die das getragen hat. Und es geht auch, und das merkt man, wenn man im Land unterwegs ist, um den sozialen Zusammenhalt in Europa. Beides zusammen, Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt, das ist die Grundlage des Erfolgs und eben auch der Auftrag. Die Grünen sind auf Platz 2 gelandet, zum allerersten Mal bei einer bundesweiten Wahl. Ist das eine Zäsur für die Grünen? Das ist eine Zäsur, das ist ein Auftrag und das heißt auch für uns, dass wir sehr ernsthaft in die nächsten Wahlen in Ostdeutschland gehen werden und dass wir jetzt mit aller Kraft natürlich uns darauf vorbereiten, was im Jahr 2021 im Bund passiert. Dieser Auftrag, dieser Rückenwind ist aber auch schon ein deutliches Signal an die jetzige Bundesregierung, an die Große Koalition. So kann es nicht mehr weitergehen. Wir müssen noch einen Blick nach Bremen werfen. Die Prognosen sagen um die 18%, das war erwartet worden, aber die Grünen, die könnten Königsmacher sein in Bremen. Und das könnte natürlich auch Auswirkungen auf den Bund haben. Also was erwarten Sie denn da von den Grünen in Bremen? Ja, es ist ja erstmal eine gute Bestätigung unserer Regierungsarbeit dort, die ja schon sehr lange währt und wo wir gezeigt haben, was wir können. Klimaschutz, Gerechtigkeit, aber eben auch stabile Finanzen. Und was sich dort ergibt, das wird sich an Inhalten entscheiden. Das entscheiden die Bremer und Bremer Grünen in den nächsten Tagen und Wochen. Und darauf werden wir in aller Ruhe warten, weil wir sicher sind, dass auch da klar ist, es geht um Verantwortung. Und es geht darum, ob man dieses Bundesland voranbringt im Sinne von Zusammenhalt und Klimaschutz. Vielen Dank.